Servus und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eigentlich wäre heute Timelapse Time gewesen vom Häcksler, aber es gibt ein Thema, es ist jetzt am Titel und auch im Sunmail. Es gibt ein Thema, über das ich einfach quatschen will, einfach vielleicht auch ein bisschen meinen Standpunkt dazu bringen will. Keine Angst, wird nicht politisch, aber einfach, was mir jetzt tatsächlich auch ein bisschen mein eigener Leben erfahren habe, wo ich eigentlich Kopfschütteln bei mir auslöst. Und zwar Thema Hate und Neid. Das Thema wollte ich eigentlich schon lange mal abpacken, aber ist aktuell brandaktuell. Und was? Also, man sieht jetzt hier die Helferin, moin, grüß dir, macht hier gerade unsere Stoppelbearbeitung, wo ja Senf oder Hanf drauf war. Ihr seht eigentlich, dass es eigentlich ganz gut funktioniert mit der Zwillingsbereifung vorne und hinten. Und dass man da quasi wieder das erkennt. Aber, wenn jetzt der Helfer es schon schafft, ich hoffe zumindest mal. Aber ich denke, machen wir mal das Thema dazu. Ja, einfach auch, was ich jetzt einfach so selber in meinem eigenen Leben verspüre und auch allgemein ein bisschen mitgekriegt habe. Und zwar so das Thema Neid. Also, bin ich eigentlich von der Menschheit her ganz ekelhafte Sache, wo ich persönlich nicht verstanden kann, warum, aber gut. Und zwar, es gibt ein paar Sachen, wo ich vielleicht persönlich nicht ganz so kapiere. Und zwar, manche sind vielleicht jetzt auch neidisch. Oder die Themen, warum oder auf was man neidisch sein könnte aktuell bei mir oder so. Ist halt einfach so zum Beispiel Thema, ich habe ein neues Auto. Aber man muss eigentlich gar nicht auch neidisch sein. Weil, wenn es nicht einfach aus Flex und weil es bei mir auf YouTube so gut läuft, mir jetzt ein neues Auto gönnt, sondern mein altes Auto war einfach kaputt. Und da stand dann halt im Raum, kaufst du dir jetzt ein neues Auto oder lässt du das reparieren, wo du halt weißt, das wäre dann einfach Sparbüchse gewesen auf 4 Räder, wo halt definitiv nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Und da kam halt dann der Entschluss, mir kauft sich ein neues Auto. Und man braucht eigentlich darauf gar nicht neidisch sein, weil im Endeffekt habe ich die Kosten vom neuen Auto. Und nicht diejenigen, die auf das Auto neidisch sind. Klar, ist ein geiles Auto, gar keine Frage. Es gab ein paar Kriterien, warum man sich das Auto nicht mehr gönnt hat. Aber man muss gar nicht drauf neidisch sein, weil ich eigentlich die Kosten von jetzt gehabt. Dann das nächste Thema ist, über Video gemacht, Thema Studium. Also ich habe dieses Jahr ja Studium begonnen, Pflegepädagogik, oder halt auch noch mit drauf. Was das ist, ist eigentlich quasi, dass ich dann die Lehrerlaufbahn einschlagen würde nach dem Studium. Es geht 12 Semester, sprich 6 Jahre. Da muss man auch drauf neidisch sein, weil gehört ein bisschen Ehrgeiz dazu oder gehört viel Ehrgeiz dazu. Und in der Zeit, wo die, wo drauf neidisch sind, ihre Freizeit genießen, muss ich quasi, muss ich eigentlich nicht hochgehen lernen. Und dass ich dann quasi nach dem Studium vielleicht ein bisschen oder was anderes oder andere Position habe. Jeder ist eigentlich sein Glückes Schmied und es ist jetzt nichts Privilegiertes, was bloß ich das mache, sondern es gibt genau, jeder kann sich so ein Studium machen. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die man füllen muss, aber wer durchziehen will oder wer sagt, jo, ich will das unbedingt machen, der kann das gerne machen. Also das ist bloß mir oder Privileg, dass ich das mache, das kann jeder machen, wer Bock drauf hat. Also muss man auch drauf neidisch sein. Dann vielleicht auch ein bisschen was, auch hier, was aktuell auf YouTube läuft und auch bei mir auf Instagram läuft, ist halt einfach so, dass es ein großes Hobby von mir ist. Und auch auf das muss man neidisch sein. Es ist manchmal so, es ist ja auch ein Hobby. Und andere Gänge zum Beispiel, wie kann man es am besten beschreiben? Zum Beispiel, wenn jemand oft gern feiern geht oder so am Wochenende, dann ist es ja auch sehr gutes Recht. Bei mir ist es halt zum Beispiel so, dass ich aktuell, oder wo jetzt halt Corona war, früher war das auch bei mir ein bisschen anders, aber jetzt halt auch durch Corona ich halt total Gaming drin bin und halt auch mir das total Bock macht und halt auch ein großes Hobby von mir ist.
Und wenn halt andere Fähren gehen, dann klar, ich gehe auch gerne mal noch weg oder so, aber überwiegend zog ich halt gern. Und durch das Zogen betreibe ich meine Social Media, sei es YouTube und Instagram. Und wenn du da halt durchziehst, weil du halt Ziele vor Augen hast, wo du halt erreichen möchtest, dann brauchen wir da auch drauf neidisch sein, weil jeder kann eigentlich das in seiner Freizeit tun, was er will. Und wenn man da jetzt halt sagt, ich ballere jetzt hier auf YouTube oder halt auf Instagram durch und erzähle da meinen Erfolg und es freut mich, wenn ich sehe, dass ein Content auch kommt und ich halt auch meine Ziele erreichen will, wo ich erreiche oder wenn die halt ja, in Erfüllung gehen oder so, kann man halt auch da drauf neidisch sein. Also, ich finde, ich meine ein bisschen das Thema Neid und so, das finde ich persönlich echt grenzwertig, weil klar, es gibt manche Leute, die kennen was Besseres oder so. Das finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, das ist eher vielleicht auch Bewunderung oder eine Landwirtschaft zum Beispiel. Du denkst, ah geil, den Bulldog hätte ich auch gerne. Aber dann guckst du halt mal, ja, für was brauche ich eigentlich meinen Bulldog und da lenkt meiner komplett aus. Also, da brauchen sie mir keinen. Wenn du halt manchmal auch so siehst, so ja, ein 300er Vario oder so, aber dann denkst du ja auch, geil. Hätte ich jetzt auch gern in den Stelle, aber dann denkst du mir, ja gut, das ist halt vielleicht ein Landwirt in Nebenerwerb oder in Vollerwerbslandwirt. Der schafft halt mit seinem Schlepper noch ein bisschen anders wie ich. Und dann siehst du ja eigentlich, kannst du mit deinem Schlepper eigentlich auch komplett zufrieden sein für deine Zwecke erreichen, längst der komplett. Drum finde ich das immer ein bisschen schwierig, dass man auf manche Leute so, dass man da so neidisch ist oder ja, kann ich persönlich weiß nicht ganz so nachvollziehen. Gerne könnt ihr mir auch einen Kommentar schreiben, wie ihr das seht. Ich bin eigentlich echt ein offener Mensch, mit mir kann man echt drüber schwätzen. Und man sagt, oh, weißt du, eigentlich das so wie du das siehst, finde ich das jetzt nicht oder so. Ja, und was dann halt auch, wo mir dann auch denke, ja, an was liegt es denn jetzt eigentlich, dass du halt auch teilweise mieder wirst. Also, weil da denkst du ja, okay, ich habe jetzt mir halt das alles so gönnt oder halt auch aufgebaut. Aber man schwätzt halt noch drüber, wo du denkst, okay, krass, an was liegt es denn? Drum auch, wenn da jetzt auch jemand das sieht, vielleicht komm einfach auf mich zu, schwätze mit mir, was Phase ist. Mit mir kann man schwätzen, mit mir kann man schreiben. Bremen oder Alte, bloß dass sich halt bei mir halt Situationen geändert haben. Wie gesagt, das Social Media ist halt ein Hobby von mir. Wenn andere Freier gehen, dann zog ich einfach ganz gern. Und aufgrund dessen betreibe ich halt meine Social Media aufgrund vom Hobby. Und wachse da einfach und generiere halt eine Reichweite, wo es vielleicht so nicht möglich wäre, wenn ich jetzt das jetzt so machen würde. Was nicht heißt, dass ich andere Hobbys jetzt nicht mehr ausübe oder so. Und halt auch im Thema Studium. Zusammenfassen kann man sagen, das kann jeder, der in der Pflege ist, kann sich überlegen, will ich das. Und auch da, wenn da jemand Bock drauf hat, einfach mit mir schwätzen, wie du das gemacht hast, und dann gibt mir das schon näher, dann kann ich das euch sagen. Und dann flippt der Lachs. Kann man sagen. Oder halt auch jetzt das halt, dass du halt eine neue Karre brauchst. Ja gut, mir wäre es vielleicht anders auch lieber gewesen. Mein altes Auto wäre noch ohne Probleme gelaufen. Und ich hätte jetzt die Kosten vom neuen Auto. Oder? Also, ja, ist alles so ein bisschen, muss man alles so ein bisschen abwägen. Dass man jetzt da dann noch vielleicht auch made it oder dort so drauf neidisch ist, dass er jetzt das neue Auto hat, Studium, auf Insta, YouTube läuft es gut. Hörst du mir. Kopfschüttel aus, kann ich definitiv nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich bin offen, mir kann man schwätzen, mir kann man schreiben und dann kann man sich auch gerne austauschen. Leute, das wäre jetzt einfach mal so ein Thema gewesen, wo mir echt ja, unter den Nägeln brennt, wo ich echt gerne loswerden wird. Ich will das Video gar nicht so lange in die Länge ziehen, soll ja, ja auch erkommen oder beziehungsweise soll auch gut zum Erkugeln sein. Ich würde sagen, ich bin auch am Ende von dem Video gekommen. Natürlich werde mich auch freuen, wenn ihr das Video liket. Aber der mich natürlich auch freuen, dass auch bei mir jetzt eigentlich wieder weitergeht. Kurz vor der
1000 Abonnenten hier auf YouTube. Ohne Face kein Preis, kann man sagen. Und ja, unterstützt mich doch gern. Wer Bock drauf hat, ist kein Muss, wer Bock drauf hat. Das geil, oder? Ja, und bis zum nächsten Let's Play, bis zum nächsten Stream. Ciao und macht's gut.